Hallo, meine lieben Leute, einen wunderschönen guten Abend. Heute großes Finale hier auf dem Hockenheimring in der DTM Classic von Sim Racing Center. Schön, dass ihr da seid. Freunde, ich muss was gestehen, mir ist eben zweimal das Internet abgeschmiert vorm Stream. Ich hoffe, es hält jetzt. Ich glaube, hier ist einfach alles überlastet, weil die Leute alle zu Hause hocken und irgendwie was streamen oder machen oder tun. Wie auch immer. Ich hoffe, die Verbindung hält. Ich kann es euch nicht versprechen. Wir hoffen einfach mal und ihr werdet mir hoffentlich zusätzlich mit die Daumen drücken. Wir wollen ja einen geilen Rennabend hier verbringen. Großes Finale heute, wie gesagt, auf dem Hockenheimring hier. Schön, dass ihr da seid. Danke dir, Crumpy, für dein Abo. Vielen Dank, vielen Dank. Großes Finale. Wir gehen mal rüber oder direkt mal runter auf die Strecke schauen hier im Vollbild. Die Jungs sind ja schon fleißig. Ihr kennt das ja alle. Können eigentlich hier zum Finale noch ein bisschen die Musik im Hintergrund laufen lassen. Wir sind nämlich noch in der Qualifikation. Die machen wir natürlich nachher aus zum Rennen. Noch ein bisschen 90er-Flair im Hintergrund laufen lassen. Die Jungs sind schon fleißig. 16 Fahrer sind am Start. Wen haben wir denn alles da? Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, ja? Wir gucken einfach mal. Thorsten Ulrich von Virtual Drivers ist mit dabei. Schöne Grüße nochmal, Chat. Schön, dass ihr da seid. Mein Ars. Von Franz Kienesberger haben wir mit am Start hier im großen Finale. Hier in der Qualifikation aktuell auf dem Platz 2 unterwegs. Gleich schauen wir natürlich auch nochmal auf die Fahrertabelle aus der Gesamtwertung. Thorsten Besteher von SL Racing Esports im Audi aktuell Platz 3. Und Mev schreibt schon, Benz unterlegen. Ja, wir schauen. Wir sind aufs Rennen gespannt, welches Fahrzeug hier dominieren wird. Markus Reus, ebenfalls SL Racing Esports, ist mit dabei am heutigen Abend. Platz 4 aktuell. Dann haben wir Patrick Liepertz von plfoto.de auf der 5. Den Patrick Pilz von IT Return Racing auf der 6. Thomas Jansch von SL Racing Esports auf der 7. Carsten Neudeck von Kajan Esports Racing aktuell auf der 8 hier. Stefan Müller auf der 9. Zum Wohl. Prost, Prost, Prost. Ich werde gleich auch noch anstoßen hier. Einmal kurz das Fahrerfeld zeigen und dann geht's hier weiter. Ruben Piotrowski auf der 10. Stefan Schulle von Xtreme Team Racing mit dabei. Die Jungs werden wir nachher auch mal dazu schalten. Timo Konietzny von The Corporation Racing Network auf der 12. Hi Tobi. Frank Schulz, Motorheads 13. Marcel Marek Plug 14. Ebenfalls Xtreme Team Racing. Der Jan Heidenreich von Xtreme Team Racing auf 15. Und André Bauer auf der 16. Da haben wir das Fahrerfeld mal gezeigt, liebe Zuschauer. Und ja, zum Wohl erstmal. Ich proste jetzt auch kurz an. Warte, wo ist die Kamera? Da. Zum Wohl, zum Wohl. Ah, hier sieht man es nur. Kamera steht in einer anderen Ecke. Zum Wohl. Ah, ich wollte euch ja nochmal die Fahrertabelle hier einblenden. Danke für den Host, Mev. Ich habe mir die gerade nochmal schnell gezogen. Ganz spontan per Screenshot. Warte, ich suche das jetzt im Hintergrund. Moment. Sim Racing Center. Da haben wir das. Ich hoffe, man sieht's. Ich zieh's mal ein bisschen größer, Freunde. Das ist der aktuelle Tabellenstand hier. Thorsten Ulrich, Thorsten Besteher, Stefan Müller belegen hier Platz 1 bis 3. Thorsten Ulrich mit 325 Punkten. Teamtabelle ist direkt daneben. Warte, ich zieh mal rüber. Und da sehen wir nochmal die aktuelle Teamtabelle. SL Racing Esports Number 1 auf der 1, Xtreme Team Racing 2 und SL Racing Esports Number 2 auf der 3. Sehr schön. Mit Silberwertung, genau. So, haben wir da auch mal ein Auge drauf geworfen, liebe Freunde. Hier können wir nochmal gerade die Streckenkarte einblenden. Ich hoffe, man sieht es. Es ist ein bisschen klein. Hier nochmal der Streckenverlauf, wo wir gleich die Action sehen werden. Denn in 3 Minuten sind die Jungs fertig. In 3 Minuten sind die Zeiten gesetzt. Ulrich 1, Kienesberger 2, Jansch 3. Das sind hier unsere Pole-Sitter. Schauen wir mal, ob sie es halten können. Thorsten Besteher auch nur knapp dahinter.
Und wie die meisten von euch wissen, gibt es gleich zwei knappe und actionreiche Rennen in der Regel hier in der DTM Classic von Sim Racing Center. Zweimal 20 Minuten und das zweite Rennen Full Reverse Grid. Das heißt, Platz 1 startet auf dem letzten Platz und dementsprechend der letzte aus dem vorherigen Rennen auf Platz 1. Das wird sehr interessant. Aber jetzt gleich schauen wir erstmal aufs erste Rennen. Schulle hat hier seine Panflöte an im Hintergrund, oder was? So. Machen wir jetzt Schulle denn? Schalten wir uns mal rüber hier zu ihm. Fährt er gerade? Ne, der ist bestimmt gerade eine rauchen. Schauen wir mal lieber auf die Jungs, die jetzt hier auf dem Fahrerfeld sind, Freunde. Und gleich geht's los. Ich bin schon aufgeregt. Großes Finale. Am Ende gibt's wieder Interviews. Wer Bock hat, kommt einfach auf unseren Discord-Server. Wir können zwei, drei Leute dann immer interviewen. So machen wir es ja immer. Ich werde den nochmal gleich hier reinposten. Warte, ich habe mir den irgendwo als Chatbefehl hinterlegt. Da ist die Adresse von unserem Discord-Server. Falls der ein oder andere Fahrer einen Stream laufen hat, einfach drauf joinen. Zwei, drei Leute picken wir uns immer raus. Und dann werden noch ein paar Fahrerstimmen reingeholt nach dem Rennen. Auch an alle anderen, die zuschauen und Bock haben, einfach joinen, unser Server. Da tauschen wir uns aus in sämtlichen Rennsimulationen. Und demnächst steht auch ein Event bei uns an. Auch da kann man sich anmelden. Assetto Corsa Competizione, 4 Stunden Bathurst am 11. April. Also einfach mal auf den Discord joinen und nachhaken. Da gibt es alle Infos. Ein Team-Event. Ja, morgen sind wir auch aktiv. Da geht es dann weiter mit der deutschen Race-Room-Meisterschaft. Ab 19 Uhr, wer Bock hat, einfach mal einschalten. Division C und D werden wir übertragen. Und das erste Mal ein Open-Wheeler-Event für uns. Also, wer auch am Donnerstag Bock hat auf Racing, einfach einschalten. So, aber jetzt sind wir weiter in den 90ern unterwegs. Ich stelle jetzt gleich die Musik aus und dann werden wir uns vollumfänglich hier auf das Renngeschehen konzentrieren. Ja, Toni ist mit dabei auf Bratwurst am 11. April. Sehr geile Sache. Sind noch genug Plätze frei, also wer Bock hat auch ein bisschen auf ACC, der joint einfach auf dem Discord. Da wollen wir ein schönes Event mit euch feiern. So, Freunde, hier haben wir nochmal die Ergebnisse aus der Qualifikation. Ulrich Kienesberger Janschplatz belegen hier Platz 1 bis 3 in der Qualifikation. Ah, BMWs haben wir auch einige dabei, Homer. Hier zum Beispiel. Danke dir für deinen Follow. Ja, stimmt, mit Goalie bist du unterwegs, Tim. Mit Goalie bist du unterwegs, Toni. So, das wollte ich sagen. So, wacht mal kurz, bis sich das Grid hier aufbaut. Zack. So, und jetzt wechseln wir in die Konzentrationsphase, machen die Musik hier aus jetzt. Können wir in der Pause noch ein bisschen anschmeißen hier. Wir schauen aufs Fahrerfeld. 16 Fahrer treten an hier. Im großen Finale am heutigen Abend, liebe Zuschauer. Ach, und DTM, es war einfach geil. Ich finde es schade, dass die Serie schon zu Ende ist. Aber jetzt genießen wir das Rennen. Wir schalten runter auf die Strecke, da sind wir. Timer sollte gleich auf 20 Minuten springen. Motoren heulen schon auf. Und auf geht's hier. Das Fahrerfeld löst sich. Vielleicht müssten meine Anzeigen noch dazukommen. So, da steht der Timer. 20 Minuten. Los geht's. Rüpel Schulle zeigen wir auch gleich auf jeden Fall. Frank Homer machen wir auf jeden Fall. Gerade sind wir onboard bei Markus Reus auf Platz 3. Die Audis kommen natürlich klasse weg. Ihr kennt das. Der Allrad Audi V8, der kommt klasse weg. Und weil gerade danach gefragt worden ist, da ist der Schulle aktuell. Hier auf Platz 12. Mist, jetzt habe ich schon wieder die Quali-Ergebnisse nicht komplett gemerkt. Wollte mir eigentlich ein Foto von machen. Ah, was ein Sound, Freunde, oder? Das ist Motorsport hier. Gehen wir mal in die Automatik. Wo sind wir hier? Bei Franz Kienesberger sind wir jetzt hier on board. Auf Platz 5 ist er aktuell. Und hier wird ordentlich gefightet. Und er hat den Audi hier im Rückspiegel von Markus Reus. Der setzt sich jetzt daneben und wird wohl innen vorbeiziehen. Der Audi zieht wieder wunderbar weg hier. Hat die innere Linie, die bessere Linie gefunden. Hier der Markus Reus im Bild. Der ja inzwischen auch schon sehr aktiv in iRacing unterwegs ist, übrigens. Auch am Freitag wieder. Und jetzt sehen wir hier ihn in Race Room in seinem wunderbaren Audi Quattro. Sehr schöne Bilder hier auf jeden Fall.
Aber auch dahinter, Platz 7 geht's rund hier. Onboard Stefan Müller, Platz 7 mit Blick auf Carsten Neudeck hier im schönen Diebels Mercedes. Ach, und der Sound ist einfach herrlich. Ich habe ihn extra fürs Finale noch ein bisschen lauter eingestellt, den Rennsound. Wir müssen uns einfach heute hier mit Motorensound zudröhnen lassen. Und toi toi toi, mein Internet scheint wieder zu funktionieren, Freunde. Ich hoffe, es hält durch bis zum Schluss. Ja, Freitag, genau, richtig. Yeah, yeah, yeah. Ja, ich habe ja die Tage auch ein bisschen mit iRacing angefangen. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Werde ich mich noch ein bisschen weiter reinknien auf jeden Fall in den nächsten Wochen. Ach, das sind einfach schöne Bilder. 90er Jahre, ihr kennt's alle, Freunde. Da waren wir alle noch Kinder. Da haben wir das mit Papa gesehen. Die DTM der 90er. Das war noch richtiger Motorsport hier. Klicken wir uns nochmal durchs Feld hier. Jan Heidenreich auf Platz 16. Verfolgt hier den André Bauer gerade. Absoluter Windschatten. Und zeigt sich hier auch schon mal so ein bisschen. Der Mercedes von Jan Heidenreich. Oh, da hat sich ein anderer Mercedes gedreht. Wer war das? Frank Schulz war das. Frank Schulz hat es hier gedreht von Motorheads leider. Und wir sehen, Thorsten Ulrich zieht hier wunderbar davon mit seinem Tic-Tac-BMW. Ja, der Sound ist Hammer. Meinst du jetzt hier ein Race Room oder ein iRacing? Weil in iRacing ist der Sound auch Hammer. Aber der DTM-Sound ist natürlich klasse. Jetzt hier auf jeden Fall. Ah, und der driftet halt immer gerne, ne? Man sieht's, er driftet einfach gerne. Der Herr Ulrich. Ja, Race Room DTM, definitiv. Hammer Sound, definitiv. Dahinter haben wir unseren einzigen Ford Mustang vom Thomas Jansch, der heute wieder mit am Start ist von SL Racing Esports. Auch da müsst ihr mal hinhorchen. Ich bin mal kurz still. Lass uns mal jetzt gleich vorbeizischen hier den Mustang auf Platz 2. Aber der wird, ja, die Audis sind dahinter, da muss er aufpassen. Der Mustang. Da schreit er uns an. Dahinter haben wir Thorsten Besteher und Markus Reus. Zweimal der Audi. Dann geht's weiter mit Franz Kienesberger, der den Stefan Müller im Gepäck hat hier. Und dann auch ein enges Fahrerfeld mit Patrick Liepertz und Carsten Neudeck. Und hier schöne Aufnahmen aus der Teleperspektive. Ah, Teleperspektive, da war doch was. Oh, da unten hat's aber gekracht in der Spitzkehre, liebe Zuschauer. Da unten hat's aber gekracht gerade. Wer war da involviert? Schulle fährt gerade dran vorbei, wenn ich's richtig gesehen habe. Teleperspektive. Ich glaube, ich könnte es mal gerade versuchen. Hier gab es doch jetzt mittlerweile so eine Helikopterperspektive, habe ich mir letztens sagen lassen. Ja, das müsste diese sein, ne? Warte. Ja, da können wir nämlich auch mal aus der Distanz aufs Fahrerfeld schauen. Wenn ich jetzt umschalte, springt er leider weg. Das müssen wir uns noch belegen lassen, aber so haben wir auch mal schöne Perspektiven hier aus dem Helikopter sozusagen. Über das Fahrerfeld und den Streckenverlauf gut sehen. Das werde ich nachher zum Start anmachen fürs zweite Rennen. Ich hoffe, ich denke dran. Wenn da Full Reverse Grid ist, wird da ja hart gefightet. Da werden wir den Helikopter wieder anschmeißen auf jeden Fall. Ah, guck mal, der bleibt sogar in der Perspektive. Das ist ja cool. Thorsten Ulrich setzt sich weiter ab. 6 Sekunden hat der Abstand schon ausgebaut hier auf den Jansch. Und der Jansch wird weiter gejagt von den Audis. Wie unschwer zu erkennen ist. Hat hier die beiden Audis von SL Racing Esports hinter sich. Und bei Heidenreich und Schulz gab es auch gerade einen Positionswechsel. Und jetzt klebt dahinter ein Bauer, der Schulz. Oh, kommt weit raus hier der André Bauer. Frank Schulz kann natürlich locker vorbei. Da ist er zu weit rausgekommen. Zu spät auf der Bremse vermutlich. Ah, der bleibt dann immer im Helikopter. Siehst du, man lernt nie aus. Das ist ja interessant.
Sven, wenn du das siehst, das ist ganz praktisch. Wenn ich auf TV klicke, bleibt das schön im Helikopter, wenn ich ihn vorher über die Tastatur gewählt habe. Cool. So, ich würde sagen, wir gehen mal in den Autodirector. Da schmeißt er uns immer automatisch die engsten Zweikämpfe ins Bild. Und jetzt sind wir an der Spitze bei Thomas, Jansch und Thorsten Besteher, Platz 2 und 3. Und die Audis kommen immer näher ran hier an den Ford Mustang. Aber auch dahinter ist Action Stefan Müller und Frank Kienesberger. Setzen wir uns mal beim Stefan Müller onboard rein. Der übt jetzt hier ordentlich Druck aus Richtung Platz 5. Nach hinten hat der Müller etwas Luft. Kann sich also hier voll nach vorne konzentrieren. Jetzt geht es hier knapp über dem Asphalt, über Startziel. Ab in die fünfte Runde. Wahnsinn. Schöne Aufnahmen hier aus der DTM auf jeden Fall. Danke dir, Trumson, für den Abo. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Thomas Jansch. Thorsten Besteher. Auch beim Thorsten setzen wir uns mal dazu. Beim Thorsten Besteher. Platz 3. Der weiterhin an seinem Teamkollegen Thomas Jansch klebt. Also wir haben jetzt hier dreimal SL Racing eSport, sehe ich gerade. Jansch auf der 2, Besteher auf der 3 und Reus auf der 4. Alle von SL Racing eSports. Und da muss er schon leicht lupfen, wenn ich es richtig gehört habe, hier der Besteher. Klar, der Audi hat halt einfach Traktion mit seinem Allrad. Der kann hier ordentlich auf den Pinsel langen im Scheitelpunkt. Der bleibt ganz stabil. Aber wir haben uns ja schon oft sagen lassen, der Reifenverschleiß ist immens. Und das merken die Jungs hier immer gegen Ende des Rennens. Auch wenn die Rennen mit 20 Minuten hier sehr kurz sind, die merken das im Audi. Die verbrennen hier ordentlich Gummi auf der Strecke. Schalten wir nochmal zu Schulle. Platz 12. Jetzt weiß ich, wie gesagt, nicht, welche Quali er eben hatte. Welche Platzierung in der Quali. Ob es da beim Start Probleme gab oder ob er wirklich von vornherein hinten gestartet ist. Gesamtplatzierung war ja... Warte, jetzt muss ich nochmal spinksen. Ich glaube auf Platz 5, wenn ich mich nicht täusche. Müsste er gewesen sein. Gesamtplatzierung 5, genau. Hier in der Fahrerwertung vom Gesamtevent. Hatten wir eben schon genannt. Ulrich ist auf 1 in der Gesamtwertung. Besteher auf 2. Müller auf 3. Jansch auf 4. Schulle 5. Ruben Piotrowski von SL Racing eSports ist in der Gesamtplatzierung auf Platz 6. Wo ist er denn unterwegs eigentlich, der Ruben Piotrowski? Aktuell hier auf Platz 11, wie ich sehe. Ruben Piotrowski. Im BMW M3 Sport Evolution. So, und hier wird gefightet. Timo Konietzny und Patrick Liepertz, liebe Zuschauer. Da sehen wir die beiden hier. Im Parallelflug sind die zwei hier unterwegs. Hi Pi, grüß dich. Hi Keule. Hier ist Action angesagt hier. Konietzny und Liepertz. Ah, ich liebe die Helikopterkamera, die mag ich ja auch in ACC. Da kann man das Ganze wunderbar verfolgen. So, hier wechseln wir noch nach vorne. Jansch und Besteher. Weiterhin konstant unterwegs hier. Jansch, Besteher und Reus. Und dahinter der Kienesberger, der Franz Kienesberger. Hier hinter dem SL Racing eSports Trio. Komm, setzen wir uns mal zum Franz Kienesberger ins Cockpit rein. Schauen wir mal, ob er Platz gut machen kann. Oh, der Audi kommt weit raus von Reus. Jetzt die Möglichkeit für Kienesberger hier weiter aufzuschließen. Ja, erstes Rennen, Keule, erstes Rennen. Zweites Rennen, nachher nochmal 20 Minuten mit Full Reverse Grid. So, jetzt ist er da, der Kienesberger.
mit seinem BMW M3. Aber man sieht immer, wie der Audi gut wegkommt. Aber wer weiß, die letzten 5 Minuten, die letzten 3 bis 5 Minuten, da könnten die Audis wieder zu kämpfen kriegen mit ihren Reifenverschleiß. Oh, Jansch hatte einen Fahrfehler, vermute ich. Der kam raus hier. Dadurch Reus vorbei und Besteher ebenso. Da hatte Jansch vermutlich einen Fahrfehler. Ob es eine Berührung gab, konnte man jetzt aus der Perspektive nicht erkennen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, auf welchem Quali-Platz der Schulle gestartet ist. Hatte ich mich eben auch schon gefragt. Können wir nachher mal fragen, ob da was passiert ist. Weil er war schon am Anfang des Rennens dahinter. Aber ich weiß nicht, was seine Startplatzierung war. Die wollte ich eigentlich abfotografieren, habe ich aber vergessen. Einmal mit Profis. Können wir aber gleich fragen. 14? Okay. Kann sein. Warte mal, hat der gerade Platz, der Junge? Den hat er hinter sich. Ah, okay, ich kann ihn gerade fragen. Schulle? Ja? Welche Startplatzierung hattest du? 11. Okay. Warum? Ja, nur so, wurde gerade gefragt, alles gut. Bis später. Ich. So, wollen wir die Jungs nicht weiter stören? Also Platz 11. 11. Ah, schöne Bilder hier. Ah, so schön leise im Helikopter, ne? Richtig leise hier oben. Ja, voller Anspannung, die Fahrer. So, Jansch hier, da glühen die Bremsscheiben. Bei Platz 4. Gehen wir mal runter. Gehen wir mal runter auf die Strecke hier. Zum Jansch, der hat den Kienesberger hier hinter sich kleben. Platz 5 jetzt hier im Bild, der BMW von Kienesberger. Und wieder Zentimeterarbeit hier in der DTM. Oh, der Audi kam weit raus von Reus. Das wieder hier die Möglichkeit für Jansch aufzuschließen. Hi Robert, grüß dich. Bist du immer noch im Urlaub oder was? Oder warum bist du nicht auf der Strecke? Oh, hier wird gefightet zwischen den Teamkollegen allerdings. Die werden... Oh, der Kienesberger kommt auch ran hier. Der Kienesberger kommt auch ran, Freunde. Die Teamkollegen... Hier im Zweikampf, die werden sich natürlich austauschen. Die sind sicherlich im Voice-Chat. Und Kienesberger klebt jetzt dahinter, macht jetzt hier ordentlich Druck auf die Jungs von SL Racing Esports. Oh, Jansch hat zu kämpfen, aber Kienesberger auch. Da hebelt es ihm das Heck raus hier. Da kommt er zu hart auf den Curb. Da reißt es ihm das Heck rum. Da können die Jungs nochmal kurz durchatmen, haben jetzt nach hinten wieder Luft. Aber Stefan Müller ist da, sehe ich gerade. Stefan Müller ist ja auch da hier. Und gar nicht mal so weit weg, wenn wir uns mal hier umdrehen. Der ist nämlich auch da. Gehen wir mal onboard rein hier bei Stefan Müller. Platz 5. Hat hier das SL Racing Trio vor sich. Oh ja, der ist da. Zentimeterarbeit auch hier. Nur noch 5 Minuten im ersten Rennen. Was macht Ulrich vorne? 10 Sekunden Abstand hat er ausgebaut inzwischen. 10 Sekunden. Da kommen die anderen hinterher hier. Da sehen wir sie ab Platz 2. Thorsten Besteher. Der erste Audi. Dahinter der Markus Reus. Thomas Jansch, Stefan Müller, dann der Franz Kienesberger, gefolgt von Carsten Neudeck, Patrick Liepert, Timo Konietzny, Ruben Piotrowski, dann geht's weiter mit Marcel Maverick Plack, der hier an seinem Teamkollegen Schulle vorbeikam, Frank Schulz auf der 13. Dann haben wir eine Lücke. Circa 24 Sekunden. Da kommt Jan Heidenreich auf Platz 14. André Bauer auf der
15 und wie ich sehen muss, gerade sehe, Patrick Pilz leider ausgeschieden hier nach 5 Runden von IT Return Racing. Mit Fahrzeugtotalschäden an der Box. Leider, leider. Oh, ist der wieder am Brüllen, der Mustang. Wird man hier angeschrien, wenn man die Kamera wechselt von dem Mustang. Wahnsinn. Bleiben wir mal an der Automatik hier. Zum Ende des Rennens. 3 Minuten nur noch. Liepatz und Neudeck im Zweikampf. Platz 7 und 8 sehen wir hier, Freunde. Platz 7 und 8 im Bild. Und unser aktuelles Treppchen besteht hier aus Ulrich, Besteher und Reus, wenn es dann so bleiben sollte. Thomas Jansch jetzt auf Platz 4, dicht gefolgt von Stefan Müller. Und Stefan Müller kam da gut raus. Macht hier ordentlich Platz wieder. Platz oder Abstand gut auf Jansch. Oh, kommt aber Hartmann-Körb. Da muss er aufpassen mit seiner Aufhängung. Das kann mal ganz schnell Aufhängungsschäden geben. Jansch weit rausgekommen. Aufpassen. Oh, 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 da hat er zu kämpfen wieder. Auf die Strecke zu kommen, da muss er aufpassen. Da war die Karre jetzt schwierig hier. Zum Glück war nicht viel los, alles gut gegangen. Einmal quer rüber gesegelt, aber nicht eingeschlagen. Hat jetzt Kienesberger im Gepäck. Franz Kienesberger hier. Auch da schalten wir uns mal dazu. Und nur noch 50 Sekunden. Boah, und Kienesberger kommt hier ordentlich mit Schwung an. Da glühen die Bremsscheiben. Aus der Perspektive können wir es ganz gut sehen. Leichter Drift von Jansch. Etwas unruhig der Mustang jetzt hier. Wie sieht es vorne aus bei Ulrich? Der wird ja schon über Startziel sein, nehme ich mal an. Ja, eine Runde gibt's noch, Freunde. Uhr läuft jetzt runter. Eine Runde gibt's noch. Kienesberger und Jansch, da bleiben wir mal gerade. Das ist gerade das engste Feld. Oh, was war das denn? Da hat er gerade leider die Kamera umgeschwenkt. Der Jansch ist da irgendwie abgeflogen und ist noch gegen Kienesberger gekommen. Aber wir haben nicht gesehen, warum, weil die Kamera leider automatisch weggeschaltet hat in dem Moment. Das ist ärgerlich, Freunde. Schade, da konnte man nicht genau sehen, was passiert ist, leider. Vielleicht erfahren wir es später. Nach dem Event, was da los war. Also Jansch jetzt auf Platz 10. Hier, das müsste gerade noch der Diebels Mercedes von Neudeck gewesen sein. Der hier etwas neben der Strecke war. Ne, war ein anderer. Wir haben mehrere Diebels hier unterwegs. Oder? Ne, wenn ich es richtig sehe, müsste es Neudeck gewesen sein. Ist doch der einzige Diebels heute. Wir hatten sonst auch schon mal Diebels-Fahrer mit dabei, am heutigen Abend nicht, nur den Neudeck. So, wir bleiben jetzt aber bei Platz 1 hier, bei Thorsten Ulrich, der jetzt hier die letzten Kurven fährt, auf dem Hockenheimring, Richtung Ziellinie und wird dann gleich auf dem letzten Platz starten müssen, beim Full Reverse Grid im Rennen 2. Wird sich dann hier durchs Fahrerfeld kämpfen müssen.
Aber hier nochmal der letzte Streckenabschnitt jetzt für ihn. Im Tic-Tac-BMW geht's hier durch die letzte Kurve. Im leichten Drift. Im starken Drift. Über Startziel. Platz 1 hier für Thorsten Ulrich. Glückwunsch. Dann haben wir Thorsten Besteher von SL Racing eSports. Glückwunsch hier schon mal zur Position 2. Gefolgt vom Teamkollegen Markus Reus. Dahinter Stefan Müller auf Platz 4. Franz Kienesberger kommt jetzt auch mit Lichthupe über Startziel. Platz 5. Dann haben wir den Patrick Liepert mit Position 6 über Startziel. Ruben Piotrowski auf 7. Schalten wir weiter. Timo Konietzny. Nummer 8. Thomas Jansch 9. Ihr habt ja leider den Dreher noch zum Schluss. Oder irgendeinen Crash auf jeden Fall. Neudeck 10. Schulz 11. Maverick Plug auf der 12. Schulle auf 13. Heidenreich 14. Ist noch unterwegs. Bauer auf 15 hat auch gerade hier zu kämpfen. Mit dem Audi. Oh ja, und Patrick Pilz hatten wir ja gesehen, ist leider ausgeschieden, Freunde. So, jetzt kommt gleich wieder ein actionreiches zweites Rennen mit der umgekehrten Startaufstellung. Uiuiuiui. Das sollte dann sein, Patrick Pilz auf 1, André Bauer 2 und Heidenreich auf Platz 3. Jetzt gleich hier in der Startaufstellung. Jetzt sind sie alle durch, André Bauer jetzt auch über Startziel. Da haben wir nochmal das Gesamtergebnis für euch im Überblick. Und jetzt drehen wir die Tabelle einfach mal um. Und stellen uns gleich hier aus Grid. Machen wir noch ein bisschen Musik an hier. Das dauert immer so 2 Minütchen. Dann geht es schon weiter. 1 Minute in dem Fall. Schalten wir uns mal hier so rein. Ein bisschen 80er, 90er Musik. Lizenzfrei, wohlgemerkt. Lizenzfreie Musik. Kleine Zeitreise zurück hier in die 90er Jahre. Und dann geht's gleich los. Ja, wir wollten das Ganze ja mal aus der Helikopterperspektive sehen, den Start. Gucken wir mal hier. Schöne Aufnahmen vom Hockenheimring, Fahrerlager, Boxengasse. Hier die ganzen Motorroller. Einer davon gehört dem Sven Lehmann. Ihr kennt das. Ah, da geht's schon los hier. Zack, zack, zack. Keine Zeit zum Verschnaufen. Zack, zack, zack geht das los. Ich gehe mal ins Mittelfeld jetzt hier mit der Kamera. Ich hoffe, er bleibt jetzt da. Und dann schauen wir uns den Start an hier. Aus dem Helikopter. Aus dem Mittelfeld erstmal. Das muss man auf sich wirken lassen. André Bauer auf der 1, Schulle auf 2, Jansch auf 3. Ganz schön eng hier, zu dritt unterwegs nebeneinander die Jungs. Hier sehen wir André Bauer und Schulle, Platz 1 und 2. Thomas Jansch auf der 3, gefolgt von Schulz, Piotrowski, Neudeck, Müller. Ulrich auf der 8. Musste auf dem letzten Platz starten. Ist jetzt schon auf der 8. Kam ordentlich weg hier mit seinem BMW im ersten Sektor. Und bremst sich jetzt hier schon innen an. Wir können es gut sehen hier aus der Distanz. Leichter Kontaktsport. Oh, ein Audi ist rausgekommen, liebe Zuschauer. Ein Audi? Welcher Audi war das? Das war der vom André Bauer leider. Der Audi vom André Bauer. Von Platz 1. Demnach müsste Schulle jetzt auf Platz 1 sein. Ja, da Schulle auf Platz 1, gefolgt von Jansch auf 2. Gehen wir nochmal runter hier an die Strecke. Helikopter nehmen wir später wieder. Schulle und Jansch, die sich jetzt hier schon ein bisschen vom Feld abgesetzt haben. Und da hinten wird richtig gefightet. Schaut euch das mal an hier. Ich gehe mal bei Ulrich Onboard rein jetzt hier. Gucken wir mal aus seiner Perspektive hier drauf. Platz 6 Onboard. Boah, ist das ein Lärm. Jetzt schon auf Platz 5. Der hat in der ersten Runde 10 Plätze gut gemacht bis jetzt und die Runde ist noch nicht mal zu Ende. Was ist denn da los? Hat die Lachgas-Einspritzung mit an Bord oder was? Hi Krabbel, grüß dich. Ulrich jetzt schon auf 4. Wahnsinn. Und jetzt kommt er auf Platz 3 hier über Startziel. Auf dem 15. gestartet. Was ist denn los mit dir? Wahnsinn. Wahnsinn, wie er abgeht mit seinem Tic-Tac-BMW.
Unglaublich. So, Schulle kriegt Druck gemacht von Jansch. Auch da schalten wir mal hin. Thomas Jansch on board. Schauen wir uns an. Klebt jetzt hier am Heck von Schulle. Auch hier im Zentimeterbereich unterwegs, die Jungs. Und jetzt hier gleich im Parallelflug. Schauen wir uns das einfach mal aus einer anderen Perspektive hier an. Den Angriff hier von Jansch. Auf der besseren Linie ist er unterwegs, Freunde. Und jetzt hier parallel durch die Spitzkehre. Jansch auf 1. Und Schulle versucht direkt außen wieder nachzukontern. Wer kommt jetzt hier besser weg? Der Mustang oder der Mercedes? Der Mustang. Der Mercedes hier etwas schwach auf der Brust. Der Mustang ordentlich weggekommen hier am Kurvenausgang. Aber Schulle versucht es nochmal. Vorsicht, Leute. Da hat er macht Druck auf jeden Fall. Er macht Druck, er übertreibt sich, aber er macht Druck. Hat hier angedeutet anzubremsen und da hinten kommt der Ulrich an. Der wird sich hier bestimmt gleich noch einmischen, weil der Zweikampf hier, in den die beiden hier zwischenzeitlich geraten, kostet natürlich Zeit und Ulrich ist schnell und da kommt er angeflogen. Kommt aber immer sehr weit raus hier, sehr viel Schwung der Ulrich. Da muss er auf jeden Fall aufpassen, dass er genug saubere Runden fährt. Dass er nicht zu oft so weit rauskommt. Gehen wir mal onboard rein hier. Und dann können wir jetzt so schön dieses Trio hier beobachten. Oh, das ist ärgerlich, Krabbel. Das ist ärgerlich. Aber leider nichts Neues beim PlayStation Network, ne? Ich erinnere mich daran, wo wir so viel Gran Turismo gestreamt hatten und ständig diese Startbugs hatten. Das ist immer wieder ärgerlich. Besonders für die Fahrer, Krabbel. Aber natürlich auch für dich als Streamer. Das verstehe ich absolut. Das kenne ich. Ulrich jetzt vorbei. Setzt sich hier zwischen Jansch und Schulle. Ordentliche Fights hier an der Spitze. Ich wollte aber mal ganz kurz gucken. Guck mal, wie weit die sich schon abgesetzt haben vom restlichen Feld. Ist ja Wahnsinn. Was haben wir dahinter? Wir wollen ja nicht nur die Spitze zeigen, liebe Zuschauer. Thorsten Besteher haben wir auf der 4, gefolgt von Frank Schulz. Und Ruben Piotrowski, der jetzt hier ansetzt. Danke, die Iceman. Auch hier ein heißer Zweikampf. Hier Parallelflug, Ruben Piotrowski. Platz 5 und dahinter wird auch gefightet. Ach, die DTM ist geil. Schade, dass heute schon Finale ist. Es macht immer wieder eine Menge Spaß hier in der DTM Classic. Schöne Fights. Was wir soweit sehen können, ist auch echt fair. Jetzt Timo Konietzny hier. Ah, schön. Kienesberger hier auch. Nee, Schulz ist das. Schulz und Konietzny. Konietzny gerade außen vorbeigeflogen. Wahnsinnsaufnahmen. Kienesberger hinten im Rückspiegel zu sehen auf Platz 8 mit seinem BMW. Wir sind weiterhin onboard bei Schulz in seinem Mercedes Evo von Motorheads. Komm, da holen wir uns nochmal den Helikopter raus hier. Wartet mal. Hier ist Finale. So, zack. Da wollen wir schöne Perspektiven haben. Wunderschönen guten Abend, Iceman. Schön, dass du reinschaust. Reus ist wohl auch... Reus auf Platz 9. Eieiei, okay. Klar, war umgekehrte Startaufstellung. Ich weiß jetzt gar nicht, wo Reus gestartet ist, aber er macht bestimmt gleich ordentlich Druck mit seinem Audi. Was ist an der Spitze los? Der Ulrich versucht es jetzt hier Richtung Platz 1. Jansch kann sich noch breit machen, aber jetzt versucht er rein zu pieksen hier, der Ulrich. War gerade schon, hat er schon angesetzt. Hier Zentimeterarbeit gleich. Noch sind sie eine halbe Fahrzeuglänge bis Fahrzeuglänge Abstand auseinander. Aber ich vermute mal, Ulrich wird es gleich nochmal innen probieren in der Spitzkehre. Dass er im letzten Moment nochmal aus dem Windschatten rauszieht. Nein, er macht es nicht. Bleibt außen. Aber jetzt kommt er gut weg hier im Apex. Aber guckt euch an, wie der Mustang ballert. Der Mustang, der zieht. Der zieht hier weg. Wahnsinn. Der macht es dem Ulrich hier nicht leicht. Wir sehen es immer am Kurvenausgang beim Rausbeschleunigen, wie einfach die Leistung da ist hier beim Ford Mustang GT. Schöne Bilder hier auf jeden Fall. Hier sehen wir das Ganze nochmal aus der Cockpit-Perspektive von Ulrich. Boah, diese Zentimeterarbeit hier. Es ist einfach Wahnsinn.
Schöne Aufnahmen hier von den Jungs. Und jetzt hier der Parallelflug. Jansch Ulrich. Aber der kommt schon wieder. Also der Mustang, der ist bärenstark. Konnte es gerade wieder wunderbar sehen. Ein heiß umkämpfter Platz 1 hier. Da zieht er wieder ein bisschen weg. Das ist echt interessant zu sehen. Ulrich sehr schnell in den Kurven und auf den Geraden zieht Jansch wieder weg. Und der BMW brüllt uns an. Auch wieder der leichte Drift, die leichte Korrektur in der Lenkung. Man kann es gerade gut erkennen. Wir schauen aber auch weiter ins Mittelfeld. Kienesberger hier gerade. Na, bleib da, Kamerad. Der will immer nach vorne springen, aber wir wollen ja auch die anderen Fahrer zeigen. Hier im Mittelfeld ist es ja auch relativ knapp. Gerade hier bei Markus Reus zum Beispiel und Stefan Müller. Die sind auch im Zehntelbereich unterwegs, die Jungs hier. Und Ulrich inzwischen auf Platz 1. Wir schalten nochmal ganz kurz nach vorne. Ulrich kam wohl vorbei. Hier an Jansch. Vermutlich könnte es da einen Quersteher gegeben haben von Jansch, weil der Abstand direkt zu groß geworden ist. So, hier Reus. Reus und Müller wieder. Da lassen wir uns mal gerade drauf ein hier. Wir sitzen im Audi von Markus Reus von SL Racing eSports. Und Stefan Müller muss hier im Scheitelpunkt nochmal eine Korrektur machen mit seinem Mercedes. Das hat ein bisschen Zeit gekostet, ihr habt es gesehen. Was eine Action hier auf dem Hockenheimring. Schade, dass es nur noch 10 Minuten dauert. Schauen wir mal, was dahinter los ist. Marcel Marek Plack auf der 11, gefolgt von Neudeck und Liepertz. Jan Heidenreich auf Platz 14 und André Bauer auf Platz 15. So, die Automatik schmeißt uns zu Liepertz und Neudeck, Platz 10 und 11. PLfoto.de gegen Krayan eSports Racing. Und wir haben Halbzeit im zweiten Rennen. 10 Minuten Rest nur noch. Slowdown Penalty für Stefan Müller vor Cutting Track. Stefan Müller hat hier eine Slowdown-Strafe bekommen. Weiter hier im Zweikampf mit Markus Reus. Wir da mal onboard rein. Oh, da dreht sich der Frank Schulz weg. Eieieiei, wir haben es gerade beim Umschalten gesehen. Und Frank Schulz hat es da weggerissen. Stefan Müller jetzt auf 8, Reus auf der 7 entsprechend. Oh, Frank Schulz. Das hat Zeit gekostet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da ist er nochmal weggerutscht hier. Eieiei. Ja, morgen ist wieder Deutsche Race-Rom-Meisterschaft. So sieht's aus. Ab 19 Uhr Division C und D auf unserem Kanal. Oh, hier schöner Drift gerade von Stefan Müller. Morgen wieder Division C und D. Ein Tartus F4. Unser erstes Open-Wheeler-Event hier in Race-Rom. 19 Uhr geht's los. Mit Division D Vidora. 19.10 Uhr Quali. Und dann eine halbe Stunde Rennen. Was soll ich sagen? Penalty? Was ist damit? Hi Chris. Ich habe ihn letzte Tage auch mal getestet, Max. Ist ungewohnt. Dem muss ja auch richtig Drehzahl geben, ne? Sonst stirbt er fast ab. Was ist mit Penalty, Chris? Du verunsicherst mich. Was ist? So, Ulrich hier. Warte, ihr könnt mal die Streckenkarte einblenden, Freunde. Dann können wir uns nochmal so ein bisschen
anschauen, wie sich das Fahrerfeld verteilt. Ich gehe mal bei jemandem drauf, wo ein enges Feld ist. Markus Reus, Platz 7, genau. Da sind wir on board. Schmeißen mal die Streckenkarte an. Wartet, ich blende sie euch jetzt ein. Hier sehen wir nochmal so ein bisschen die Verteilung. Ist jetzt natürlich relativ klein, die Karte. Hier Platz 1 zu sehen. Hier bei dem Gelben, bei Platz 7 sind wir gerade on board. Und dann hier Platz 1 bis 9. Dann haben wir diese kleine Lücke. Die 10 relativ einsam unterwegs. Wer ist das? Schalten wir mal rüber. Franz Kienesberger. Und dann geht's weiter hier mit den restlichen Fahrern. Also hat sich schon etwas entzerrt hier in den 13 Minuten. Im Kiesbett. Ja, ich bin mal gespannt auf morgen auf jeden Fall. Welche Strecke war morgen nochmal? Das habe ich gerade vergessen. Lausitzring, ja genau, stimmt. Lausitz. Ja geil, freue ich mich auch schon drauf. Dann mit Co-Kommentator Schulle, der jetzt hier gerade fährt. Wo haben wir denn überhaupt? Auf Platz 4, hat einen Platz verloren an Thorsten Besteher. Hier mit dem Schulle werde ich morgen streamen. Deutsche Race-Rom-Meisterschaft, da sehen wir ihn. Der ist ja heute fleißig auf der Strecke unterwegs hier. Für unser Team, Extreme Team Racing. Ja, und ganz solide hier auf Position 4. So, wir gehen in die Zweikämpfe hier. Was sagt er mir hier? Naja, Zweikampf nicht, 4/10 haben wir hier. Wurde gerade ein bisschen knapper angezeigt. Was ist dahinter los? Reus und Konietzny. 5/10. Ja, ist, bin mal gespannt. Wo fährst du, in D oder in C? Erstes oder zweites Rennen? So, wir schalten mal onboard zu Konietzny. D, Müller. Okay, alles klar. Na, schauen wir mal, ne? Open Wheeler auf dem Lausitzring. Cool. Ja, sagt mir was. D war ja relativ überschaubar. Wie viele Fahrer waren das letztes Mal? 16, ne? Ich glaube, 16 Fahrer waren wir bei D. Davor die Woche waren es 12. Hab ein paar neue dabei. Aber der Sound ist immer wieder klasse. Hier in der DTM. Letztes Rennen heute leider. Ja, wäre cool. Wenn noch ein paar da sind, so über 20 wäre geil. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Knappe 5 Minuten nur noch hier im großen Finale. Ulrich Platz 1 aktuell. In Fahrerwertung mit 325 Punkten ebenfalls auf der 1. Thorsten Besteher in der Gesamtwertung auf der 2 ist hier aktuell. Wo ist der Besteher? Auf 3 unterwegs. Mit 284 Punkten. Jan schauen wir jetzt hier im aktuellen Rennen auf der 2 und Gesamtplatzierung 4 mit 239. Wenn es so bleibt, würde er hier an Stefan Müller vorbeiziehen und sich den Platz 3 in der Fahrerwertung holen, wenn es dann so bleibt. Ja, ist doch geil. In C war ja gut was los auf jeden Fall, also jetzt aktuell, ne? 27 Fahrer waren wir. Aber Action angesagt hier. Ja, den einen oder anderen werden wir nachher noch interviewen hier aus dem Rennen. Suchen wir uns jemanden raus. Wer Bock hat. So, Schulle hat jetzt hier gleich den Ruben Piotrowski im Gepäck. Wenn ich das hier richtig gesehen habe. Gehen wir da mal ein bisschen näher dran. Schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Direkt vom Fahrbahnrand. Schulle und Piotrowski, Platz 4 und 5. Ja, auf jeden Fall. Mach's gut, Max. Bis moin. Tschüss. Ruben Piotrowski ist da.
und saugt sich jetzt hier ran. Windschatten hat er auch. Boah, ist der am Schreien, der BMW. Oh, Schulle sehr weit rausgekommen. Schulle spät auf der Bremse gewesen hier. Kam hier sehr weit raus. Platz 5 jetzt für ihn. Ach, sind geile Aufnahmen. Schöne Bilder hier vom Hockenheimring. Wie sieht's vorne aus beim Ulrich? 8 Sekunden hat er fast. Abstand ausgebaut. Wo ist er? Da hinten fährt er. Da kommt er jetzt hier. Der Tic-Tac-BMW von Ulrich. Mit knappen 8 Sekunden Vorsprung auf Thomas Jantsch. Auf geht's jetzt hier in die 11. Runde. 10 Runden absolviert an der Stelle. Thorsten Besteher haben wir dahinter auf Platz 3. Platz 4 Ruben Piotrowski, Platz 5 Stefan Schulle. Wir haben es ja eben gezeigt hier, das Duell zwischen den beiden, wo Schulle weit rauskam und Piotrowski innen vorbeiziehen konnte. Markus Reus inzwischen auf Platz 6, vorhin noch auf Platz 9. Timo Konietzny 7. Patrick Liepatz auf der 8. Franz Kienesberger 9. Stefan Müller 10. Oh, da hat's gekracht, liebe Zuschauer. Schaut euch den Mercedes an. Eieiei, da hat's die Front weggerissen. Beim Stefan Müller. Leider, leider. Marcel Marek Plack auf der 11. Dann haben wir Jan Heidenreich auf 12. Frank Schulz. Jetzt 12. Heidenreich 13. Neudeck 14, da hat es auch gekracht, leider. Da hatte es leider auch gekracht. Ja, Schulle in Top 5, genau. Wie du schon sagst, Homer. So, wir sind wieder bei Ulrich. Die Uhr tickt jetzt runter. Bleiben wir nochmal da. Letzte Runde läuft. Die anderen wurden, glaube ich, gerade schon abgewunken, wenn ich das richtig gesehen hatte. Klicken wir uns gleich nochmal rüber. Oh, dieser Drift hier. Ah doch, der wird noch durchziehen. Wir haben noch 10 Sekunden. Die letzte Runde macht er noch hier. Natürlich, mit 9 Sekunden Restzeit über Startziel. Und jetzt hier, die Teamkollegen Jantsch und Besteher. Auch eine knappe Sache zwischen denen. Was haben wir hier? Hier ist auch was mit 4 Zehntel bei Liepatz. Liepatz und Konietzny kommen jetzt auch auf Startziel, fahren in die letzte Runde. Auch da ist die Platzierung noch nicht, wie soll ich sagen, feststehend. Oh, da hebt er fast ab, der BMW. Da muss man aufpassen. Wir haben ja auch schon mal Überschläge gesehen. Das war, glaube ich, der Markus Reus, der hat sich mal überschlagen hier in der DTM. War das nicht sogar auch im ersten Rennen hier? Ich weiß es gar nicht genau. Ah, da wäre ich wieder fast. Habt das gesehen, der Liepatz. Oh, da war zu viel. Ah, jetzt wird die Karre unruhig. Ich meine, er macht sich auch die Aufhängung damit kaputt. Darf er nicht vergessen. Jetzt hätte er sich eben noch fast aufs Dach gelegt hier. Wahnsinn. Oh, bei Marcel hat es auch gekracht hier. Wir sehen die krumme Front. Eieieiei. Und Ulrich hier auf den letzten Metern unterwegs. Zweikämpfer haben wir laut Overlay gerade nicht. Das heißt, wir schauen uns jetzt die Zieldurchfahrt von Platz 1 an. Er wird bestimmt mal einen fetten Drift machen, oder? Oder, 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 oder? Nein, doch nicht. Ich hätte es jetzt erwartet, dass er jetzt hier richtig quer kommt. Ja, wir haben es gerade gesehen, Mev, dass dein Auto so kaputt ist. Da ist er, der Ulrich. Macht hier Donuts. Und dahinter Jantsch und Besteher. Schönes Finish jetzt hier. Glückwunsch an Ulrich, Jantsch, Besteher. Dann Ruben Piotrowski mit Lichthupe. Und hier raucht's noch. Platz 4. Großes Finale ist zu Ende. Stefan Schulle, Platz 5. Glückwunsch, Schulle.
Markus Reus auf der 6. Auch hier Glückwünsche. Timo Konietzny, Glückwunsch zu Platz 7. Geile Veranstaltung. Kienesberger, auch Glückwunsch. Platz 8. Liepertz kommt auch hier über Startziel mit Platz 9. Also Glückwunsch an alle Fahrer, die teilgenommen haben an diesem geilen Event. Haben wir Müller, Schulz, Plack, Neudeck, Heidenreich, Bauer und Pilz. Ich schalte mich mal kurz zu den Jungs. Hi Männer. Moin. Moin, moin. Mev, was war los? Du hast gerade im Chat geschrieben. Audi, zweite Kurve. Ja. Auto vorne kaputt, habe ich gesehen. Ach, zweite Kurve wurde ich abgeschossen vom Audi, direkt Aufhängungsschaden. Dann jedes Mal beim Anbremsen kommt das Heck. Keine Chance. Schade, schade, schade. Ah, passiert. Ärgerlich ist es. Definitiv. Wie war es bei dir, Scholle? Ja, zweites Rennen lief doch ganz solide. Platz 5 dann? Ja, also guter Start, bin gut weggekommen. Beziehungsweise war echt ein Blitzstart. Konnte mich da relativ zeitig auf Platz 1 setzen. Mhm. Aber mir war klar, ich brauche da nicht groß Zweikämpfe eingehen, sobald die Schnellen da sind, weil ich die Pace einfach nicht gehen konnte heute auf dem Hockenheimring. Und ja, ich komme mit den 30 Kilo und tue mich echt schwer, diese Erfolgsgewichte. Ja, es ist so, fünfter Platz, Maximum würde ich sagen, rausgeholt im zweiten Rennen. Erste Rennen noch ein bisschen Pech gehabt, aber ansonsten bin ich zufrieden. In der Fahrerwertung, schau mal gerade, also Stand von letzter Woche warst du ja auf Platz 5. Mhm. Ja, jetzt wieder Platz 5 gewesen. Wird sich dann da auch entsprechend halt einpendeln, nehme ich an. Ja, wir gucken mal. Ich glaube, Markus oder Sven im Hintergrund versuchen uns schnellstmöglich mal einen Screenshot zu schicken davon dann, von der aktuellen, wenn es hochgeladen ist. Ne? Ja, das schauen wir mal. Ne? Ulrich auf Platz 1, gesamt jetzt auch Platz 1, beide Rennen, klar. Klar, ja, Sieger also, hier. Er ist Meister auf jeden Fall. Meister, Sieger, ne? Ulrich von Virtual Drivers bei TX3. Genau. Und schauen wir mal, ist denn einer auf dem Discord für ein Interview oder ähnliches? Ne, die sind aktuell nicht da, ne? Ja, hätte ja sein können. Ja, vielleicht kommt ja noch der Vielleicht, wir können ja kurz Interview. Warten, wir haben ja Zeit. Ich wollte im Hintergrund hier die Replay nochmal anschmeißen. Mhm. Vielleicht hat ja Lust der Markus oder Sven nochmal reinzuschauen. Ne, Sven war heute gar nicht da, ne? Kann auch sein, Sven ja. War gar nicht da. Ich hab jetzt beim Rand den Chat verfolgt. Der hatte Angst, weil was er vorhin so in Discord geschrieben hat, da hat er Angst gehabt. Deswegen ist er nicht gestorben. Ey Leute, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Mein Internet ist nicht abgeschmiert. Gut. Naja, ist ja wirklich zweimal eben abgeschmiert vorm Stream. Ja. Ich dachte schon, auch nee, muss er absagen. Ulrich ist da. Ah, ja. Champignon. Der Champignon from the Meisterschaft. Glückwunsch. Oh. Dankeschön. Oh, stell dich mal lauter. Ja, zwei souveräne Rennen gemacht. Warum? Du bist ja im zweiten Rennen innerhalb der ersten Runde von Platz 15 auf Platz 3 gefahren. Hast du Lachgaseinspritzung eingebaut im BMW, oder? Ja, ich habe Glück gehabt, dass in Kurve 2 sich die Audis da so ein bisschen im Gehege waren. Da habe ich, glaube ich, schon in 8 mit zusammen mit Stefan zusammen schon 6-7 Plätze gut gemacht. Oder ja, so. Ja. War geil. Haben wir gesehen. Abend, Herren. Hi, Thorsten. Ja, war geiles Rennen und ja, geiles Event für dich natürlich auch. Hier mit Abstand auf Platz 1 auf jeden Fall von den Punkten. Ja, also DTM ist immer geil, macht immer Spaß. Du Alien, du Wahnsinniger. Ich hab dabei ja froh, dass wir nicht überrundet worden sind von dir. Brutal, echt. Ja, wir haben es ja gerade gesagt, innerhalb der ersten Runde irgendwie fast 10 Plätze gut gemacht. Oder nee, über 10, 12 Plätze gut gemacht. Kann man mal machen. Ja, kann man mal machen. Oh, ja, geil. Ich hab den Tonleiter gestellt. Ja, Thorsten. Jo. Wie war für dich die Saison DTM? Lag dir doch auch ganz gut, ne? Du, das ist mein Ding, ja. Wollte ich sagen. Ganz gut, ja. Und steckt auch schon ein bisschen Zeit dahinter, muss ich sagen. Also, aber nichtsdestotrotz waren super klasse Rennen. Bestimmt auch toll anzuschauen. Und, definitiv. Hat sehr viel Spaß gemacht und freue mich auf die nächste DTM-Saison. Ja, mal gucken, wie es bei dir platzierungstechnisch aussieht. Gesamtplatzierung warst du ja auf Platz 2. Genau, dürfte es auch Zweiter sein. Dürfte halten, oder? Ja. Wo warst du jetzt? 4? Nee. 3 und 2 hatte ich heute. Ah ja, okay. Dann sollte es reichen für Gesamtplatzierung 2 mit 284 Punkten. Bist ja schon ins Rennen gegangen. Ja. 44 Punkte Abstand auf Stefan Müller. Nachdem ich mit Thorsten ja nicht ausreden konnte, dass er heute mitfährt, war es nicht so einfach, ja, weiter nach vorne. Verstehe ich gar nicht.
Ja. Stimmt, zwei Thorstens hier, ne? Einmal mit H, einmal ohne H. Ja, genau. Ich finde beide sehr unsympathisch, weil sie vor mir waren. Das ist ja nicht schwer, Schulle. Oh, geil. Wo ist der Markus Reus? Kommt der auch noch? Er hat checkt noch irgendwas auf dem Server wegen den Strafen. Ach so, ja, je nachdem, was da gewertet wird und so weiter und so fort, genau, ne? Genau, und dann kommt er nochmal, ob sich da noch was verschiebt. Kommt auf jeden Fall rüber. Scholle, was hast du eigentlich gemacht? Du hast deinen Bock immer weggeschmissen nach der Hanade, glaube ich, ne? Da habe ich zu früh runtergeschalten, da kommt ja dann schön das Hack. Und aber ich konnte die Pace trotzdem nicht gehen. Ich kam mit den 30 Kilo nicht klar, genauso wie ich sie, wo hatte ich sie noch auf dem Norris-Ring, da kam ich mit dem Mehrgewicht auch nicht klar. Und ich bin mit Platz 5 vollkommen zufrieden. Ich habe dann auch nur noch verwaltet, habe dann geguckt, Pio konnte dann auch abhauen und habe dann einfach nur geguckt, dass Markus nicht mehr zu nah rankommen kann und dann ist alles gut. Ja, ich war ein bisschen verwirrt. Im ersten Rennen bist du wirklich weiter hinten gestartet, ne? Da ist nichts passiert. Du warst von vornherein hinten, ne? Vom Startplatz her. Erstes Rennen. 11 hast du ja gesagt, bist du gestartet. Von 11, genau, von 11. Ja, okay, alles klar. Ich hatte dich weiter vorne eingeschätzt und war auf einmal verwirrt, dass du auf Platz 12 rumfährst oder 11 rumfährst. Darum ging's einfach. Und dann kam auch die Frage im Chat, ob bei dir was passiert ist oder so. Ja. Deswegen habe ich mich eben kurz bei dir reingeklinkt und deine Startplatzierung gefragt. Normal mache ich mir mittlerweile immer ein Foto, aber hab's heute natürlich vergessen. Ja, das ist nun mal so. Naja. Oh, hast du schick gemacht. Oh ja, macht er auch immer. Hast du schick gemacht. Thomas ist auch gerade da. Ah, Thomas Jansch, warte, ich muss den Mustang-Fahrer mal lauter machen hier. Warte, 200% hier, bam. So, jetzt geht's schon etwas, du bist immer noch etwas leise, aber lauter kann ich nicht stellen, aber ich denke, man hört dich, ne? Das ist ein Problem bei mir mit dem Headset. Ja, es ist was leise. Aber man hört alles. Ja, der Mustang, haben wir gesehen, der hat wieder ordentlich Power heute gehabt, ne? Immer ja. So schön am Kurvenausgang hast du Schule, ordentlich... Komm mal in den Chat. Ja. Konntest du ordentlich wegziehen, immer am Kurvenausgang, auf jeden Fall mit dem Mustang, wollte ich sagen. Konnte man heute wieder gut beobachten. Es sei denn, die Räder haben durchgedreht, dann war es nicht so fein. Ja, da gab es die eine oder andere Szene. Manchmal konnte man es auch nicht sehen. Bist du da selber weggedreht oder hast du einen Rempler bekommen? Im ersten Rennen habe ich mich eigentlich ziemlich oft selber weggedreht. Okay. Und jetzt im zweiten? Welcher? Ja, zweiter ist schon gut. Alles gut. Ich komme nicht weggedreht, aber ich habe auf jeden Fall wieder Drifts drin. Drifts waren da, ne? Man hat zwischendurch gesehen. Ja, ist immer schwierig, überall den Überblick zu halten. Aber stimmt, das war im ersten Rennen, ne? Da hast du so zwei, drei wirklich Dreher gehabt, leider, ne? Aber ansonsten geht er gut. Bist ja mit dem, mit dem Mustang auch ein Exot sozusagen. Ja. Coole Sache, schönes gemischtes Feld. Mit dem Mustang aufs Treppchen vorne in der Gesamtwertung. Ich eigentlich nicht mit gerechnet, aber hat funktioniert irgendwie. Ja, Glückwunsch auch nochmal an der Stelle. Ja, ganz toll, Jansch. Vor allen Dingen das mit kaum Übung. Ich habe eigentlich nie wirklich geübt, was ich komisch finde. Stimmt, das Ding liegt ja einfach. Du hattest ja auf den Stefan Müller einen Punkt Abstand, ne? Stefan Müller 3, du 4. Und den hast du jetzt überholt und dich aufs Treppchen gesetzt quasi am heutigen Abend. Ja. So grob hatte ich es, glaube ich, eben im Stream erwähnt und das hat sich ja dann noch bewahrheitet. Ja, ist doch top. Also Glückwunsch an der Stelle. Oh, Stefan der Affensänger hat es mal wieder weggeschmissen. Ja, gegen Ende des Rennens. Ja. Stand, fuhr da mit einer zerrissenen Front rum. Mit seinem Mercedes. Eine kurze Frage hätte ich noch. Habt ihr mein schickes Überholmanöver im ersten Rennen drauf? In der ersten Runde? Gute Frage. Das ist so viel Action, ich kann mir gar nicht merken, was alles passiert ist. Da bin ich zwischen Besteher und Markus Reus zwischendurch geknallt, in der zweiten Kurve. Das weiß ich nicht, glaube nicht. Aber ich kann es nicht versprechen. Ist immer schwer, sich zu merken, weil so viel Action ist gerade in der DTM bei diesen zwei schnellen Rennen. Einfach nachher nochmal reinschauen. Aber ich wollte es halt mal erwähnen, weil mir ist das Herz stehen geblieben. Wann war das? Gleich in der ersten Runde. Beim ersten Rennen in der ersten Runde, ich kann ja die Replay schon mal anmachen dazu. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, also Zeit haben wir ja generell, aber bis Markus da ist, meine ich. Ah ne, da ist er doch, ist er gerade hier reingekommen. Ja. Hi Markus. Mev Aschbeil, Servus, hallo an alle. Mev, Entschuldigung, ich hab die leider erwischt im zweiten Lauf, aber ich hab dann gewartet. Ja, aber habe trotzdem das ganze Rennen versaut. Ich hätte ja auch den Schaden. Ja, aber es tut mir leid, ich
Also du hast dann auch nochmal reinzogen, aber ich war hinten und ich habe die leicht berührt und das hat ausgereicht, dass ich die getroffen habe. Es wäre wahrscheinlich besser gewesen, ich hätte nochmal einen Gasstoß geben und wäre neben die gefahren, aber ich habe versucht, das nochmal runter zu bremsen. Also tut mir leid. So, also das Ergebnis ist jetzt korrekt. Hast du aktualisiert? Dann gehe ich nochmal hier drauf. Genau. Also vorne hat sich nichts mehr geändert, also Glückwunsch ans Podium natürlich. Warte, ich ziehe das mal ins Stream, dann sieht man es auch. Genau. Wo ist denn hier Vollbild? F11 war das, ne? Zack. So, da haben wir es auch nochmal im Stream, hätte ich fast gesagt. Thorsten Ulrich, Thorsten Besteher, Thomas Jansch, da haben wir sie. Unser Glückwunsch. Glückwunsch nochmal an der Stelle hier. Und genau, TTT. Und drei unterschiedliche Autos, der BMW, der Audi und der Mustang. Der Ford, ja. Und teammäßig SL Racing Esports Number 1, SL Racing Esports Number 2 und Xtreme Team Racing auf den Plätzen 1 bis 3. Sehr schön. Jawohl. So. Hier sehen wir uns nochmal alles. Ich denke, es war eine richtig schöne Saison. Auf jeden Fall. Also ich muss echt sagen, da waren richtig geile Rennen dabei und richtig geile Fights. Und sehr fair, muss ich auch sagen. Also, Insgesamt faire Angelegenheit und hat richtig Spaß gemacht. Klar, passiert immer mal was. Ja, heute ist mir was passiert. Gerade weil die Autos passiert. So unterschiedlich sind. Genau. Die Autos sind so unterschiedlich und also wenn ich sehe, was die Leute für einen Bremspunkt haben, ich muss oft 30, 40 Meter vorher bremsen, wie einem im BMW. Aber dafür beschleunige ich halt aus der Kurve raus, da hole ich die 50 Meter wieder. Aber das macht es ja auch, wie sagt man, das macht so spannend, ja, und so interessant. Also muss man sagen, ruft eigentlich schon, dass wir die DTM in naher Zukunft mal nochmal wiederholen. Revival machen. Also ich muss auch sagen, das ist, obwohl viel Lackaustausch ist und so, ist es trotzdem grundsätzlich sehr fair gefahren worden. Also das fand ich schon ganz toll. Und hier haben wir gerade die Szene, die Thomas Jansch ansprach, wo du zwischen den Audis hier nach dem Start durchfährst. Ich gehe mal gerade ins Vorbild. Hier sehen wir es nochmal. Falls ich es eben im Livestream nicht hatte, hier sehen wir es nochmal in der Replay, die Szene, die Thomas Jansch eben ansprach. Kontaktlos dadurch. Geile Echt? Szene auf jeden Fall. Ja. Nice. Das war ein geiler Move. Richtig gut. Ja. Auf die Wiese wollte ich nicht. Naja, und beim Audi, du musst an der Kurve, musst in der ersten, das war erste Runde, oder? Ja, erste Runde, erstes Rennen. Da muss ich bei 200 Meter muss ich da bremsen. Ansonsten bringe ich das Schiff da gar nicht zum Stehen. Also genau, wenn die Bremse ja nicht warm ist, dann ist da halt dahin und da ist mancher Vorteil beim Beschleunigen, beim Start schon wieder verschwunden. Das muss man sagen. Und ist mir nicht einmal passiert, sondern ich glaube sogar zwei oder dreimal die Saison, dass ich nach einem guten Start oder guten Qualifying in der ersten Kurve im Rennen alles versaut habe, weil die Autos einfach am Nordesring zum Beispiel, weil das Auto einfach so brutal schwach auf der Bremse ist, gerade wenn die Bremse kalt ist. Mhm. Aber gut. So ist es halt. Das macht es sehr spannend. Das ist der Nachteil beim Audi. Ja, haben wir ja auch gemerkt, wo wir ein bisschen mal gefahren sind unter der Woche. Ja. Dass du einfach und echt 30 Meter vorher bremsen musst, ja. Und er ist halt ganz anders zum Fahren, weil der geht ja eigentlich gar nicht durch Kurve durch. Mit dem Allrad, der geht halt schwer durch. Man muss halt den ganz anders fahren wie ein Hecktriebler. Ja, so wie man Fronttriebler anders fahren muss, muss man eher so wie in die Richtung von dem Fronttriebler muss man fahren. Ja. Mhm. Ja, immer leicht auf Zug, ne? Wie wir schon mal gesagt hatten. Immer leicht auf Zug. Ja. Weil sobald die Vorderachse halt auch total entlastet und eine starke Motorbremse drin ist, dann hat der halt vorne ja weniger Grip. Ja, schiebt. Und dann schiebt er und dann hast du wieder die Probleme mit den Reifen dann die letzten 10 Minuten oder 5 Minuten. Ja. Mhm. Ja. Habt ihr das heute gemerkt im Audi auf dem Hockenheimring? Die Reifen? War ja sonst immer ein großes Thema bei den Audis in den letzten Rennen. Ja, komischerweise, es ging im ersten, ging es einigermaßen, komischerweise im zweiten viel schlimmer. Warum, kann ich jetzt nicht sagen. Okay. Also da waren, im ersten Rennen war der linke Reifen vorne platt,
und im zweiten beide vorne. Warum auch immer. Okay, okay. Bei mir war das aber auch so. Ich hatte im zweiten Rennen viel mehr Reifenprobleme. Okay. Sie haben viel mehr gerutscht. Ich hab seit, nach 10 Minuten habe ich war wie Schmierseife nur noch bei mir. Okay. Aber wie gesagt, ja, macht auf jeden Fall einen riesen Spaß. Ja, ja, auf jeden Fall. Da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Das ist schon eine geile Sache. Den haben wir noch hier. André sehe ich gerade. Ja. Oh, yep. Ganz leise, Moment. So, jetzt höre ich was. So, Jungs, ich verlasse euch mal wieder. Jo. Thorsten, Mario, ciao, ciao. Saito. Ciao, ciao. Ciao, ciao, mach's gut. Tschüss. André Bauer, ne? Richtig? Ja. Hallöchen, hallöchen, hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Hallöchen. Und wie war es für dich? Letztes Rennen, wo, ich glaube, letztes Rennen hast du den Ausfall gehabt, oder? Nein, ich war nicht ausgefallen. Ach, dann habe ich, womit habe ich denn, ich komme da immer durcheinander mit den Namen. Irgendeiner war doch, wie lief das zweite Rennen bei dir? Welchen Platz hattest du? Ich war bei der Rennen letzter. Ah, okay, okay. Aber keinen Ausfall gehabt, ne? Keine Totalschäden gehabt, das war nicht der Fall. Richtig. Ich bin halt so weit durchgekommen. Ja, wunderbar, alles durchbekommen. Wie gesagt, übers Ziel kommen ist ja auch immer schon eine gute Geschichte, gerade hier in der DTM. Die Kisten sind ja nicht gerade leicht zu handeln, ne? Wollte ich gerade sagen. Und dafür, dass es mein erstes Sim-Racing-Rennen war. Ach, das auch noch? Ja, das auch noch. Na, klasse. Glückwunsch. Dafür wart ja super dann, auf jeden Fall. Ja klar, wie ich gerade sag, einfach mal über Ziel kommen, ne? Das ist es ja auch, ne? Die Kisten sind ja auch nicht einfach zu fahren. Ja, ne? Genau, das ist wenn es. Wenn das dein Einstieg war, dann auf jeden Fall Respekt. Nicht schlecht, ja. Genau, super. Franz ist auch da, ne? Franz Kienitzberger, oder? Ja, servus, Christian. Hallöchen. Hi. Habe ich dir. Na, schön, dass wir uns mal sprechen. Auch Glückwunsch. Ja, danke. Zur abgeschlossenen Saison. Ja, so lang war die Saison ja nicht für uns. War erst das zweite Rennen, gell? Zweite Rennen, ne? IT Return Racing, ne? Ja, genau. So ist es, ja. Mein Teamchef ist leider das Internet wieder eingegangen. Ah, okay. Das hatte ich auch heute vorm Stream. Ich dachte schon, oh, ob das gut geht. Ist momentan alles ein bisschen überlastet, ne? Ja, das merken wir im Berufsleben auch. Also, IT Return ist ja so eine Firma, die da dick drinnen ist. Deswegen ist es überhaupt für mich sehr lustig, wenn dem Chef sein Gerät versagt. Oh je, oh je. Ich habe gerade versucht, mit ihm zu telefonieren, aber irgendwie, ich glaube, der ist gerade ein bisschen angefressen. Ja, kann man so sagen. Mein Gott, das passiert. Aber ja, bevor ich das vergiss, mische ich mich nochmal schnell ein. Also wichtig, ab kommender Woche Porsche Cup, genau, geht nächste Woche los. Am Mittwoch und bitte, wir bitten um zahlreiche Anmeldungen. Es sind noch genügend Plätze frei und ich kann euch versprechen, das hat Minimum das, den gleichen Fun-Faktor wie die DTM, weil die Autos auch so geil zum Fahren sind. Diese alten Porsche, ich glaube, da können wir richtig. Also hier bitte unbedingt. Also wenn dir das DTM-Fahren Spaß macht, dann bist du da. In den Aliens. Das ist ja hart bis dort hinaus. Also 25 Minuten und ich wäre aus dem Sitz gefallen. Ja. Ja, sind wir natürlich alle mit bei, oder? Ist doch klar. Nee, ja, sicher. Ich leider nicht. Ich das Auto nicht und 90% der Strecken habe ich leider auch nicht. Okay. Welche Strecke starten wir? Stopp, da bin ich die erste. Oh, Markus, du bist gerade voll am Rauschen irgendwie mit deinem Mikro. Thomas ist das. Bei irgendjemandem. Nein, also Thomas, bei dir raschelt es ganz übel. So. Sag nochmal, Markus, wo geht's los nächste Woche? Ich sag's gleich. Also, achso, du schaust gerade. Okay, super. Genau. Losgehen tut's nächste Woche. Also, grundsätzlich ist ein Schweden Cup, also alle drei Rennstrecken, ist ein kurzer Cup mit drei Rennen. Oder drei Renntagen, sind alles extrem kurze Rennstrecken, die auf die Schnelle einfach zum Landen sind, mhm. Ja, und auch mit den Autos gut zu fahren sind. Und wie gesagt, alle drei in Schweden, Falkenberg Motorbana, Knutsdorp Ring und Scandinavian Raceway.
Also die drei mal ausgefallene Strecken, die man nicht immer sieht. Und die passen richtig gut zu dem Porsche. Und neues Format. Also hier haben wir was Neues. Wir werden hier nicht nur zwei Rennen fahren, sondern drei Rennen. Und zwar drei Rennen a 15 Minuten. Oh, okay. Da ist ja richtig Action. Ja, so haben wir einfach nochmal ein bisschen mehr durchmischen. Und wenn sowas passiert wie heute, dass mal einer rausdreht wird, ja, was bei sowas natürlich immer mal passieren kann, dann hat er nochmal eine neue Chance in einem weiteren Rennen. Ja, so haben wir drei Rennen hintereinander. Ich denke, das macht Sinn mit denen, Glorner Kara. Und bin gespannt. Also ich freue mich schon total drauf. Mhm. Und ich habe vor kurzem bei RWB mal so ein Mini-Cup mitgefahren. Die machen das oft immer am Abend fünf verschiedene Strecken mit einem Auto. Das war alles mit dem Porsche 911 und das war riesig. Also riesiger Spaß. Alle haben danach waren begeistert von dem Auto. Also lasst euch drauf ein, gönnt euch das und meldet euch an. Ja, ein bisschen Retro-Action auch wieder auf jeden Fall, dann kann man ja so sagen. Ja. Ja, ist ja jetzt auch gut ankommen, oder? Also ich finde, dass der DTM ist richtig gut ankommen. Wir haben bis zum Schluss jetzt für Mittwochabend, denke ich, relativ hohe Teilnehmerzahl auch gehabt. Und macht Spaß. Die Alten sind halt auch nochmal im gewissen Sinne schwieriger zum Fahren, aber durch das, dass es nicht ganz so schnell ist, ja, das Ganze. Und mal leichter, so die Autos sind im Grenzbereich ein bisschen leichter zum Fahren, finde ich. Ja, aber man macht halt schon so kleinere Fehler, wo man anderen auch mal ermöglicht, dass man mal überholt. Jetzt bei so einem DTM-Auto zum Beispiel ist es eher weniger. Ja, da geht es halt nur stracks geradeaus. Und wenn nicht einer einen kapitalen Fehler macht, dann hast du auch kaum eine Chance, da vorbeizukommen. Beispielsweise. Also deswegen. Finde ich, kommen diese Retro-Fahrzeuge richtig gut an. Ja, ist einfach auch mal eine Abwechslung, ne, zu den GT3s, wo man ja oft Events dann hat, auch in den Streams. Ja. Ist natürlich auch für uns immer eine schöne Abwechslung, ja, und für die Zuschauer. Ja, so schaut's aus. Ja, genau. Klasse. Also deswegen anmelden. Jawohl, anmelden, Chef. anmelden, genau. Genau. Bin gerade dabei. Bin schon dabei. Kannst du den Chef direkt mit anmelden, dann freut er sich, wenn du ihm dann morgen sagst, Chef, ich hab dich angemeldet im Porsche Cup. Ja, genau. den müsste man kennen, ja, der quasi ist sicher. Ach, Patrick Pilz ist das, ne? Der Teamkollege, ja? Genau. Ah, okay, das hatte ich eben mit André Bauer verwechselt, mit der Boxengasse, ja, okay. Genau, weil ich dachte, dass der André Bauer an der Box stand, aber es war Patrick Pilz, genau. Jetzt habe ich es gerade nochmal gesehen. Irgendwie, wie gesagt, das Internet versagt. Schade, ja. Naja, lieber so, als wenn irgendein anderer Vorfall gewesen wäre, auch wenn es scheiße ist. Aber mir freut es, wenn es immer danach keine großen, keine großen Diskussionen, aber irgendwelche Manöver gibt, weil das ist natürlich dann immer schwierig, aber das war bei dem DTM-Rennen jetzt ruhig, wirklich durchgehend ruhig und wir haben da alle richtig viel Spaß gehabt und man muss es ja alles nicht ganz so ernst nehmen, ist ja Spaßveranstaltung und und von dem her denke ich, war es eine richtig gute Sache. Das ist definitiv richtig, ja. Und Markus, eben schönen Dank, dass ihr das so macht. Ist ja auch viel Zeit immer dabei. Und man braucht sich ja wirklich nur anmelden und ein bisschen am Lenkrad dran. Ist ja auch schon lustig, ne? Ja, also ist ja ein bisschen Arbeit, aber es geht. Also in letzter Zeit ist es ein bisschen ruhiger geworden. Es waren jetzt nicht mehr so viele Anfragen und wenn dann in die Rennen nichts vorfällt, dann oder nur Kleinigkeiten, dann ist danach das Aufräumen viel, viel einfacher und dann hat man nicht so viel Arbeit. Und da haben wir jetzt wirklich die letzte Zeit extrem wenig gehabt. Und das kann von mir aus auch so bleiben. Ja, weil wenn alle ihren Spaß haben und keiner beleidigt ist wegen irgendwelchen Aktionen, dann ist immer gut. Und kann nicht jeder Erster werden. Ja, es wird immer Fahrer geben. Ja, jetzt in der bei der DTM war das jetzt halt der Ulrich, der sag ich mal, da einfach brutal gute Pace gehabt hat. Oder Torsten war die Rennen immer gut, vor allem immer
immer mit in die Punkte, ja, und immer viele Punkte. Und da kann natürlich nicht jeder vorne sein, ja. Und da sieht man halt auch, wer viel fährt und wer viel trainiert, der fährt vorne, ja. Der Torsten hat ganz viel trainiert, ja, auf DTM immer. Und dann fahrst du halt auch vorne mit. Ja. Ist halt einfach so. Hat man gesehen. Ohne Fleiß kein Preis. So ist das. Ja, genau. Von nix küt nix, wie der Kölner sagt. Ja, so ist es, ne? Ja. So ist es, aber jetzt mal erst einmal Prost. Ja, zum Wohl, ja. Auf euch. Glück auf DTM. Ja. Zum Wohl. Genau. Auf die schöne Saison. DTM-Saison. Ah, herrlich. Ich würde sagen, dann verabschieden wir uns aus dem Stream. Ich gehe nochmal ganz kurz mit Schulle in den anderen Sprachchannel. Wegen morgen was ansprechen. Wir kommen gleich nochmal rüber, ne? Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Danke euch. Ciao, danke. Gerne, gerne. Tschö. Schulle, ich habe dich gerade entführt. Ach so, ja. Morgen geht's weiter bei uns, liebe Zuschauer. Sind ja noch ein paar da. Morgen geht's weiter mit der deutschen Race-Rom-Meisterschaft, Division C und D. Genau. Mit D geht's los um 19.10 Uhr und dann kommt Cäsar. Wird, wie gesagt, wahrscheinlich stoße ich dann dazu. Genau, aber zum zweiten Rennen, glaube ich, bist du da, ne? Spätestens hat sie gesagt. Ja, vielleicht schaffe ich es auch zum ersten. Ja, aber kein Stress, ne? Ja, wie es dir passt. Genau. Und ja, unser ersten Open-Wheeler-Event ja auch im Tartus F4 hatten wir noch nicht, auf dem Lausitzring. Ja, da freue ich mich ja ganz besonders drauf, ne? Wir hatten noch nie ein Open-Wheeler-Rennen kommentiert, also das ist echt geil, freue ich mich. Ja, also kleine Premiere auch für uns auf jeden Fall. Eben war schon jemand da, hat sich schon gemeldet, sagte, ich fahre morgen in Liga D mit, oder Division D, sagt man ja. Ja. Und ja, die Jungs sind auch gespannt, glaube ich, auf morgen. Na, so soll es doch sein. Ja, nochmal zum heutigen Event, ne? Wir sind, ist ja ein bisschen untergegangen. Unser hauseigene Rennteam hat Platz 3 geschafft. Ja, ne? Habe ich eben nochmal gezeigt hier auf der Homepage. Der Markus Reus hat das ja aktualisiert. Schön, da sieht man das nochmal. SL Racing Esports auf 1 und 2 und dann Extreme Team Racing auf der 3. Geil, ja. Richtig. Also Podest eingefahren. Leider mit den Fahrern nicht. Obwohl, ich will ja nicht auf die Kacke hauen. Ich habe die 2 meisten Rennen gewonnen, aber trotzdem hat es nicht gereicht, weil die anderen Rennen dann nicht dafür so gut waren. Ja, ja. Mal warst du richtig gut und mal wieder, naja, was heißt richtig, richtig schlecht, würde ich jetzt nicht sagen, aber weit hinten können ja auch Sachen passiert sein. Also Gesamtplatzierung 7 bist du auf jeden Fall. Genau. Kurios ist für die Rennen, wo ich am wenigsten trainiert habe, aber dem war ich am besten. Also ist okay. Schon witzig. Ist schon echt witzig. Ja, manchmal gehört natürlich auch ein Quäntchen Glück dazu, das ist klar, ne? Ja. Training, aber klar, ist das A und O, aber Glück muss man auch ein bisschen haben. Und ja, ist ja auch gute Leistung von dir. Heute hast du ja auch, glaube ich, nicht groß üben können. Du bist ja auch von der Arbeit und dann direkt in den Rennsitz wahrscheinlich. Ja, nur, ne? So nur Art. Schnell Armbrot gegessen und dann PC an und in den Rennsitz. Ja. Und dann zack, 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 los, ne? Nach 14 Stunden unterwegs. Ach du Scheiße, Ach, da warst du auch noch 14 Stunden heute unterwegs. Oh je. Ja, seit heute Morgen um 5:30 war ich unterwegs. Oh, okay. Langer Tag. War ein langer Tag. Aber soll kein Jammern sein, auf jeden Fall sehr geil und morgen freue ich mich schon auf die Open-Wheeler-Geschichte. Dann ist entspannter mit dem Bierchen, kannst du ein bisschen kommentieren, musst nicht fahren. Deutschen Race Room Meisterschaft. Freitag mal gucken. Ja, Freitag sind die Jungs von uns ein Rennteam beim Denzu unterwegs. Mhm. Die fahren 4 Stunden Endurance in Montreal. Montreal, ist meistens bekannt, die Strecke aus der Formel 1, aber sind im GT3 unterwegs und Samstag, ich glaube, haben wir quasi streamfrei aktuell. Ne? Da ist nichts, genau. Und Sonntag ist relativ, also da kommt auf jeden Fall was, aber wir wissen noch nicht, was alle, also das werdet da alle sehen dürfen. Ja, da kommt auf jeden Fall was, die Frage ist nur was, aber das werden wir, denke ich mal, spätestens Samstag dann verkünden. Richtig, also immer Facebook und Co. Überwachen. Da kommen ja dann die aktuellsten Meldungen oder auf Instagram oder ihr kommt bei uns auf den Discord-Server, wer Bock hat. Kann ich schon mal hier posten. Da haben wir nochmal den Link zum Discord-Server. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier. Machen wir Feierabend. Schulle hat einen langen Tag gehabt, ne? Genau. Ich schmeiß noch einen kleinen Teaser an für morgen und dann machen wir einen Raid danach. Gucken wir mal, wo wir sind noch hier im Simracing-Bereich online. GermanSimRacing.de, wie immer. Ah ja, genau. Um schicken die Uhrzeit. Wir hören auf, die fangen an, so nach dem Motto. Ja, so ähnlich ist es meistens, ne? Ich schmeiß noch einen kleinen Teaser rein für morgen, für die deutsche Race-Rom-Meisterschaft. Bisschen zum, wie soll ich sagen, zum Warmwerden. Und dann sehen wir uns morgen um 19 Uhr, wer Bock hat, ne?
Genau, lasst also euch rüber raiden und bestellt einen schönen Gruß von uns und bis morgen. Jo, bis wir morgen. Ja, auf jeden Fall. Tschüss. Tschö. So, und jetzt das kleine Intro. Deutsche Reichsruhmeisterschaft. Bis morgen. Die Ampel gehen aus, ganz vorne weg. Fahrwerk, die machen nicht zu, ganz im Gegenteil. So außen rum geht er und die Hoch ist beide. Was ist das für ein Manöver gewesen? Ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist, da reinzustecken. Oh. Die verbrennen sich. Keiner geht durch. Da kommt hinten ein Motorsport. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Die bremsen sich rein.